Und let's go. Da kann ich mal... Oh, der Hammer ist gleich down. Bevor ich hier den ganzen Weg wieder runterrennen muss, repariere ich den mal jetzt schon. So. Hüpf. Und dann nehmen wir uns hier dieses hübsche Brett. Ich mache mal hier so. Zack. Und dann umrahmen wir das alles. Nee. Doch. So. Ja. Gut. Erstmal der Außenrahmen. So. Hier versetzt. So. Ja, das geht ja recht fix. Jetzt, wo wir wissen, was zu tun ist, ne? Und hier mache ich es auch. Aber nur da, wo wir es sehen. Man sieht es aber immer, ne? Ja. Ich könnte zum Beispiel hier tricksen und nur einen hier zwischen machen. Wobei man das hier sieht, ne? Ja. Gut, komm. Ich mache es durchgängig. Sieht nicht nur vollständiger aus, sondern... Es ergibt sich auch nicht irgendwie irgendwas Unschönes. Nee, das ist falsch. Der ist falsch. Warte mal. Mach den mal bitte. Hier dran. Ja, so ist richtig. Und dann so gedreht. So. Hm. Ja, ich glaube hier bei denen, wegen der Anbaupunkte, muss ich doch so arbeiten. Mit. Also nicht mit Auto, sondern so. So sei es. Zack. Hier dran. Dann. So ein und so. Ja. Gedreht. Oh, da war gerade schon der richtige. Egal. So. Dann den und den. Und so. Und wir sind einmal rum. Sehr gut. Shit, das hätte ich gerade mal Teer abzählen können. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viel wir gerade rausgenommen hatten. Ich glaube, 2 Stacks. Also 2 Stacks reichen nicht, glaube ich. Hm. Ja, so oder so will ich dann ja, wenn wir den Teer holen, das jetzt nicht genau abgezählt machen, sondern ich hole einfach wieder. Und dann natürlich mehr, als wir brauchen, für was auch immer als nächstes Bauprojekt kommt. Denn Teer ist ja doch schon etwas, was man häufiger braucht. Scheinbar. Ist das richtig? Ja, ne? Gut. So. Ach, verdammt. Hier muss ich überlappen. Und zwar, hier ist die Hälfte, ne? Ja. Der hier. Zack. Und hier. Dann hier dran. Hier dran. Sehr gut. So. Ich frage mich, was gleich als erstes leer wird. Holz oder Teer. Ist das richtig? Ja, ne? Ja. So. Halt. Überlappend. Ist ja ein Überlappen. Und so. Und 2 noch. Reicht auch. So und... So. Und dann müssen wir nur noch diese letzten Holzbretter hier dran bauen. Und das muss ich natürlich wieder so machen. Mal so. So. Und dann so, wie es geht. So, zum Beispiel. Da mache ich erstmal die großen so gegen. Ein Stück weit darüber. So. So. Dann hier. Get right. Shit. Habe ich da eben gerade drauf geachtet, wie rum der gedreht war? Ich glaube, ja. Ach, die Innenseite natürlich auch. Weil wir hier fast ein Brett nur ranmachen können. Weil der Rest verdeckt ist. Sieht man das? Nee. Top. Ja, das hier ist ein bisschen weit unten, ne? Oh. Moment. Versuche ich nochmal besser. So. So. Sagt oben drüber. Verdammt. Ich probiere auf der anderen Seite.
Scheiße. So geht. Ja, so lasse ich das. Und der hier ist okay. Dann hier nochmal. Ist natürlich immer ein bisschen friemelig. Aber was soll's. So, perfekt. Ja, perfekt. Und hier reicht wieder einer. Da können wir uns den Kleinen sparen. Dann mache ich mal so. Ich will gerne sehen, wo die Ecke ist. Nimm mal deine Schulter da weg. Ja, das ist gut so. Und so. Ja, das passt. Gut. Hier müssen wir so. Warte mal. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, warum passt denn das so gut? Weil der hier nicht so ist wie der fertig gebaute. Deswegen. Also müssen wir es doch manuell machen. So. Nein. Muss ich wohl ein Stück weiter runter. So. Ja, gut. Und auf der gegenüberliegenden Seite. Ich könnte versuchen, den hier dran zu bappen. Aber das könnte sein, dass der dann. Doch, das geht. Ja, weil man sieht die Überlappung nicht. Perfekt, dann lasse ich das so. Hier haben wir den schon fertig. Hier fehlt noch der Kleine. Wie viel Holz haben wir noch? Eins. Gut, ich nehme mal den kürzeren Weg und nehme uns hier einen Stack einfach vom Feuerholz raus. Ne? Kommt der Ausgleich hierbei raus, so. Denn an Holz soll es auf gar keinen Fall scheitern. So, erstmal hier dran. Ecke 2, Ecke 3. So. Hier dran. Nee, so und dann Ecke 1. Ist richtig. Hier dran. Ja, da muss ich immer switchen. Ja, Ecke 2 ginge. So. Da ist eine winzige Lücke. Da komme ich nicht drum rum, auch hier ein kleines Brett dran zu machen. Und zwar so gedreht. Oh. Dann ragt er rüber, ne? Ja. Shit. Ja, da muss ich nur wegen diesem kleinen Brett das jetzt doch nach unten machen. Aber was soll's. Komm. Beschweren wir uns mal nicht. Dafür sieht das hier gerade wirklich sehr, sehr gut aus, was wir hier bauen. Finde ich. Ich mache mal wieder auf Auto, damit er in der Mitte ist. Geh nach links und so. Jo. Und hier ist dann keine Lücke mehr drin. Sehr gut. Auf der anderen Seite ist es ebenfalls geschlossen. Halt, der ist falsch. Der muss so mit dem bündig sein. Da, das ist ja der falsche Anknüpfung. So. Der ist jetzt richtig, ne? Ja. Gut. Da können wir uns den Kleinen sparen. Hier müssen wir ihn noch bauen. Dann machen wir ihn hier mit bündig. So. Halt, der ist falsch. Der ist richtig. Sieht auch falsch aus. Ich versuche den mal um 180 Grad zu drehen, ob der dann besser anbappt. Aber es kann auch sein, dass es die gleiche Textur ist. Ich weiß es nicht. Doch, das sieht gut aus. So. Hervorragend. Und dann noch hier dran. Nee, nochmal 180 Grad gedreht. Ja, interessant. Dann passt die Lücke tatsächlich besser. Hier ist sie schon. Und da auch, ne? Ja. Dann haben wir das auch fertig. Voll geil. Dann stehen wir hier oben und können bis nach unten in den Keller gucken. Da sieht man es leuchten. Oder halt andersrum, ne? Oh, voll cool. Bin ich ehrlich. Sehr gut. Und wie viel Teer haben wir jetzt verbraucht? Fast 2 Stacks, ne? Das heißt, für noch ein Stockwerk, das könnte knapp werden. Aber ich bin ganz ehrlich, ich will es trotzdem bauen. Oder? Direkt weitermachen. Ich habe gerade voll Bock drauf, weil das so, also, doch so einfach geht. Also einfach in Anführungsstrichen, ne? Weil wir halt wissen, was zu tun ist, geht es recht fix voran. Wir haben außerdem spät, da wir aber im Schlafzimmer arbeiten, mache ich einfach, sobald es zu dunkel ist oder sobald die Nachtmusik kommt, ne? Oh, voll geil. Voll geil. Ach ja, genau, ich muss es sowieso abmessen.
Hier zum Beispiel über uns könnte etwas sein. Ich habe keine Ahnung. Moment, ich gehe mal kurz. Hier. So, nach oben. Der und der. Da ist ein Teppich. Gut. Dann hier. Der und der. Ja. Ist richtig, ne? Jo. Gut. Nicht, dass ich hier einen kleinen Fehler mache. Und wir dann darauf aufbauen und dann müssen wir alles wieder rückgängig machen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So. Ist aber die Mitte, ne? Jo. Und dann noch ein letztes Mal hier. Nee, das ist falsch. Hier ist die Mitte. Das und das. So. Da schauen wir mal. Wie ich bereits meinte, müssen wir das dann hier neu bauen. Aber können wir ja. Ist ja gar kein Problem. Weil es ist auch gut möglich, dass es dann wegen Gemütlichkeit... Obwohl, nee, wir haben ja da Teppich. Da Teppich ist eigentlich egal. Oh. Aber gut. Ich mach erstmal weg die Teppiche. Hier wird's knapp, aber es passt noch. Oh, voll geil. Hier wird's schwierig, ne? Oh, oh. Hm. Ja, shit. Was machen wir hier? Hm. Kein Plan. Ich würde sagen, das klammere ich erstmal aus. Ich mache mal bis hier hin. Und da können wir uns ja immer noch überlegen, wie wir das lösen. Und ich würde übrigens, wie gesagt, das wäre dann die letzte Etage. Ich habe eigentlich gedacht, wir machen das bis ganz nach oben. Aber hier ist ja der Lagerraum. Und den wollte ich eigentlich so abgeschlossen lassen. Ne? Oh, also der Speicher ist da, meine ich, nicht der Lagerraum. Und deswegen würde ich das hier als die letzte Etage machen, wo wir das machen. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Oder ihr sagt, nee, das ist doof, das ist doch ganz oben. Könnte ich verstehen, wenn ihr das wollt. Oh, oh, ich hoffe mal, hier kracht nichts ein. Aber das sollte eigentlich noch halten. So. Und den hier können wir auch entfernen. So wie den. Wow, wow, wow. Und den. Und dann bauen wir mal die Dinger hier hin. Wir haben doch genau die Asche heute mitgenommen, ne? Sehr gut. Ich scroll mal ran. Dann kann man leichter bauen. So. Zack. Überlappen. So ein ran. So ein ran. Dann hier. Halt. Da dran. Sehr gut. Nachtmusik könnte jeden Moment losgehen, ne? Ja. Sieht schon sehr düster aus. Aber noch ist ja hell. Gott sei Dank. Wir haben auch unsere Krone noch auf. Also auch da sollte uns Abhilfe geschaffen werden, was die Helligkeit angeht. Also ich mach mal den. Und den baue ich auch schon mal. Ah, nee. Dann kann ich die nicht mehr abreißen, ne? Ich reiß die mal weg und mach so. Das habe ich hier ja auch schon gemacht. Da können wir... Ich mach mal wieder auf Auto. So. Hier die überlappenden. So und... So. Dann hier ran. Und hier ran. Sehr gut. Dann können wir schon mal so machen. Zack. Und an den hier. Ja, jetzt wird es ein bisschen nervig. Mit der Helligkeit. Gut. So sei es. Hm, die Ecken. Und so. Haben wir das schon mal durch. Dann hier weitergemacht. So. Und so. Und hier dran. Stimmt, ich kann immer einmal, egal in welcher Ecke wir sind, um 180 Grad drehen. Hier ran bündig. Ah, Nachtmusik. An den. Ja, ich stehe nur im Weg. Das ist aber trotzdem der richtige. Halt, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. So. Ja. Gut. Drain. Drain. Nochmal. So. Sehr gut. Und dann... Ja, hier weiß ich nicht, ne? Ich gehe mal kurz schlafen wegen der Helligkeit. Also würde ich sagen, gute Nacht.
Guten Morgen und wir machen direkt weiter. So, wir haben auch gar nicht mehr so viel Ascheholz, ne? Wir sind gleich durch. Stimmt, die Ecke hier. Ich mache den schon mal weg, weil... Dann mache ich so. Hm, und jetzt wird's friemelig. Soll ich einfach weiterbauen, als wäre die Treppe nicht hier und dann überragt die Treppe das halt, aber so what? Ja, ne? Hm, ja. Ja, komm, das machen wir so. Das weg. Das weg und das weg und ich hoffe, das kracht jetzt nicht ein. So, ja. Dann machen wir es so. Ich glaube, das sieht auch gar nicht so schlecht aus dann. Wie ich denke, dass es schlecht aussieht. Und man kann halt zwar nicht sozusagen konsistent nach oben durchsehen, aber was soll's. Und außerdem können wir uns die Friemelei da hinten sparen, fällt mir auch gerade ein. Ja. Ja. Da ist jetzt sozusagen das Brett, aber das sieht man überhaupt nicht. Gut. Nimmt uns sogar Arbeit ab, genau genommen. Und wir sparen uns 8 davon, weil wir jetzt die Gegenstücke da, ne, den Vierer und den Vierer, weil die kosten ja immer 4, können wir uns sparen. Das heißt, wir sind durch. Jo. Jo, jo, jo. Wir brauchen also Holz und Teer. Dann gehe ich mal nach unten, sammle außerdem hier den ganzen Stuff auf. So. Das Holz kann ich hier schon mal hinschmeißen. Was nämlich über ist, packen wir wieder in unsere Feuerholzkiste. Plusti, ist ja schon wieder am Start. Den ganzen Tag am Hoch- und Runterrennen. Naja gut, wenn sie Bock drauf hat. Ach ja, na klar, die nehme ich auch wieder mit hoch, die Teppiche. Ascheholz hier rein. Ja, ne, ein Stockwerk könnten wir noch machen. Theoretisch. Aber wenn wir... weitermachen und dem das auch im Speicher machen, müssten wir es dann auch in der Aussichtsplattform machen, unserer letzten Etage, die wir noch haben. Das wäre echt geil, ne? Von ganz oben nach ganz unten durchgucken, aber ja, ich lasse es. Ich lasse es. Beim Speicher hören wir auf, also wir können nur, ne, dort, wo wir viel sind und wo halt gewohnt wird und gelebt wird, da haben wir die Dinger. Und der Speicher ist ja eher so ein versteckter Ort und die Aussichtsplattform, wann sind wir da schon mal? Oder? Bin ich ehrlich? Gut. Holz. Teer. Ja, ich nehme erstmal eine Bubble mit und guck mal, wie weit wir damit kommen. Ja, ich überlege gerade, ob wir noch was brauchen. Nee, brauchen wir nicht. Gut. Ja, auch die Sachen, die da liegen, falls wir irgendwann mal sterben. Sehr gut. Ach ja, das Holz haben wir auch noch. Stimmt. Hätte ich natürlich mehr Teer mitnehmen können. Gut, was soll's. Mache ich die Böden zuerst? Nee, ne? Nee, weil ich hier nicht so gut gegen targeten kann. Ich mache die Kanten zuerst. Ja. Und das geht ja jetzt recht fix. So. Und so, ich darf hier nicht in die Mitte gucken, dann laggt's. Ich guck mal so nach da. Hier überlappend. Und so. Und da sparen wir uns dann auch wieder ein paar. Immerhin. Ne, die da hinten versteckt sind. So. Und hier. Und hier mache ich den. Und den aber auch. So. Der ist falsch. Da sieht man es an der Dingens. Das heißt, ich mach mal so. Ende 1. Das ist richtig. Dann müssen wir den neu bauen. Ja, mache ich gleich. Ich stelle mal wieder auf Auto. So. Und so. Ja, hier wird's friemelig. Da stelle ich mal wieder auf Ende. Gut. So. Und hier dran. Sehr gut. So, gedreht. Und so. Perfekt. So geht das doch. Da und da und hier. Sehr gut, das müssen wir auch theoretisch nicht neu machen. Doch, da ist jetzt der Flausch, kommt durch das Holz durch. Das sieht nicht so schön aus. So, weitergemacht. Überlappen. Oh, wie schnell das jetzt geht. Ist das satisfying. Wenn man weiß, was zu tun ist, ne? Ist doch schon echt besser so. So, und so. Sehr gut.
Hier hoffe ich, dass ich... Ja, der ist richtig. Da dran. Hier wird's friemelig. Deswegen drehe ich mal so. Und der müsste... Ist das 45 Grad? Ja. So dran. Drain. Und so dran. Perfekt. Zack. Und an den. Ja, so, genau. Versetzt. So. So. Alter. 4 Teer haben wir noch. Naja, gut. So. Wir sind aber fast durch. So. Und wir brauchen nur noch 3 oder so. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Ich guck mal, ob ich hier noch was übersehen habe. Weil wir brauchen wirklich nur noch diese 4, ne? Oder? Habe ich irgendwas übersehen? Nee. 4 Teer. Und Holz haben wir da ja noch liegen. Also das, was ich meinte, was dann... Der Rest kann Feuerholz werden. Das heißt, ich hole mal diese letzten 4 Teer heraus. Das heißt, wir haben einen Stack und 4 verbraucht. Sehe ich richtig, ne? Wir haben gerade einen vollen Stack rausgenommen, glaube ich. Aber daran können wir uns nicht orientieren. Weil wir ja auch bestimmte Teile nicht gebaut haben bei diesem Stockwerk. Stimmt. Ich dachte, aber wir können ungefähr abschätzen, wir brauchen einen vollen Stack und ein bisschen. Plusti, ey. Zapfi läuft wieder hinterher. Aha, Plusti läuft also wieder vor Zapfi weg. Lass doch mal Plusti in Ruhe. Du bedrängst sie, merkst du es nicht? Du Sexist. Entschuldigung. Okay, hier lang. So. Und so. Sehr gut. Dann Brett. Und so. Und theoretisch können wir das sogar verstecken, wenn es hässlich ist, weil wir hier vielleicht einen Teppich drauf machen. Aber das machen wir gleich. Ich mache erstmal wieder die großen, ne? Das hat gut funktioniert. So. Und... So. Überlappt nichts. Sehr gut. Hier lang. Und gedreht. Müssen wir ja leider immer etwas nach unten versetzen. So. Ragt nirgends raus. Nee. Gut. Ach, auf der anderen Seite natürlich genauso. So. Jo. Dann hier nochmal. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich hier stehe, ne? Weil das heißt, dass es eindeutig zu hoch ist, wenn ich selber drin stehe. Also kann ich hier ruhig stehen bleiben. So. Ja, perfekt. Hier brauche ich nicht. Stimmt, hier ist jetzt eine Lücke, die man nicht sieht, weil da das Bett ist. Hier ist eine Lücke. Wollen wir die ignorieren? Ich kann sie nicht ignorieren. Es tut mir leid. gut. Warte mal, dann müssen wir so. So. Nee. Ich scroll mal ran. Na komm. Nur ein winziges Stück. Halt es so. So. Ja. Und die Lücke ist weg. Oh, sehr gut. Das war wieder der innere Monk in mir. Gut. Ich dachte gerade, da ist schon ein Brett, aber das ist von unten. So. Perfekt. Nicht. Das ragt rüber. Das ist zu hoch. So. Und dann clean. Das ist falsch, ne? Hier ragt es ein bisschen raus, aber man sieht es kaum. Doch, ich lasse das so. Ja. Und hier die Lücke. Stimmt, da haben wir sogar noch das Brett gelassen, weil man es sowieso nicht sieht. Gut. Da sagt auch mein innerer Monk, dass das okay ist. Gut. Reise. Was glaube ich denn? Rasten, meine ich. Einrasten.
Habe ich das R und das I gelesen und daraus Reise gemacht in meinem Kopf. Faszinierend. Halt, falsch. Nee. Nee, nee. So. Ja. Sehr gut. Und hier nochmal. Und hier. Halt. Ah, ich habe die Innenseiten vergessen, glaube ich. Muss ich gleich nochmal eine Runde gehen. Drehen, damit der... Nee, das war schon besser so rum. Aber das sieht man immer erst, wenn es gebaut ist. Jo. Gut. Dann hier noch. Und ich glaube, das ist auch der letzte, ne? Mal schauen. Das ist ungerade. Oh. Drain. Und so. Sehr gut. Ja. Oh. Wir müssen sowieso auch wieder Feuerholz aufladen. Das können wir gleich mal machen. Und ich würde hier nochmal gucken, habe ich hier was übersehen? Hier ist alles top. Hier ist alles top. Hier sieht man es nicht. Hier ist top. Da sieht man es nicht und hier ist top. Oder ist der zu hoch? Oder sieht der nur so aus? Der sieht nur so aus, ne? Ja. Gut. Hervorragend. Haben wir das durch. Oh, das sieht voll cool aus. Stimmt, es fehlen noch die Teppiche. Dann mache ich die auch nochmal eben. Ich hatte ja hier extra so einen riesen Bogen gemacht, aber das bietet sich ja jetzt nicht mehr an. Was wäre denn, wenn ich das hier mal versuche, bündig zu machen? So. Die Innenfläche komplett aus Teppich. Rote Jute, dafür hätten wir. Und wir könnten den genauso bündig machen. Oh, gut, das machen wir. Moment, ich hole mal kurz das... Ach, das Holz habe ich im Inventar. Gut. Wenn das so ist, auffüllen. Stimmt. Ja doch, wir haben drei Holz über, weil wir haben ja vier Feuerstellen. Die jeweils einen Zehner brauchen. So. Oder habe ich mich gerade verzählt? Das ist auch gut möglich, dass ich mich verzählt habe. Ja, drei Holz. Gut. Ich gehe mal nach unten und hole ordentlichst rote Jute. Oh, voll schön ist das jetzt. Gefällt mir außerordentlich gut. So, Stoffe. Zack. Hör damit, hör damit. Mehr als genug. Also, ne, brauchen wir, glaube ich, niemals so viel. Aber dann haben wir. Und wir müssen auch die Schlafecke der Wölfe nochmal neu machen. Weil jetzt ein wenig Flausch durch dieses Holz lugt. Da. Das finde ich sieht gar nicht toll aus. Aber machen wir erstmal hier drin. Wenn ich den hier ranmache, ist... Okay, ne? Ja, da habe ich auch recht viel Fläche abgedeckt. Oder ist eigentlich egal, so. Geht auch. Stopp, da sollte ich mal kurz gucken, was am wenigsten Ressourcen kostet. Wenn ich so mache... Ja, so und so. Habe ich die schon mal durch. Dann muss ich hier nur noch einen so machen. Ah! Nacheinander. Sonst baue ich sie aufeinander, ne? Wenn ich zum Beispiel so mache, dann sieht man... Da sieht man, dass sie jetzt auf gleicher Höhe sind. Und wenn ich so mache... Zack! Ist er ein bisschen höher. Ne? Und deswegen mache ich die hier zuerst. Also möglichst weit rein. Aber auch, dass es bündig ist. So... Hey, das ist voll die geile Idee. Kam mir gerade spontan, aber ich glaube, das sieht gleich richtig geil aus. Oh. Stimmt. Ah, da habe ich nicht dran gedacht. Ja, hier tricksen wir einfach, ne? Tun wir so, als wäre der Teppich. So zum Beispiel. Und so. Ja, so ginge. Ich mach mal so weit rein, wie es geht. So. Dann hier nochmal. Und so. Oh, hier ist eine Lücke. Der kann weiter rein. Ach, das war gar keine Lücke, das ist die Verzierung. Ich narr. Gut. Ich habe nichts gesagt. Das kommt wieder hier ran, so wie es war. Und dann wird er gedreht und kommt so ran. Und so. Halt, ich bin im Weg. Und das darf nicht passieren, ne? Dass er so
overlapped. So. Zack. Ach. Hier habe ich die Ecke vergessen zuerst zu bauen. Dann machen wir mal so. Und so ran. Sehr gut. Stimmt, wir können den Teppich hier auch wieder vormachen, theoretisch. Weil den fand ich auch gar nicht so schlecht. Und dann machen wir hier wieder den Trick, dass wir so tun, als wäre das da drunter auch voller Teppich. So. Und hier rein. Das geht aber auch gut. So. Ja. Oh, was ist denn hier los? Ist das doch oben drauf gewesen? Nee, ist drin, ist schon richtig. Gut, und hier drin dann einfach nur noch zwei, ne? Dann mache ich mal einen so. Ragt das dann... Ah, nee. Nee. Stopp. Den nochmal weg. Und dann muss der so, dass er da vorne passt. Also... So ein Stück rein unter den Tisch. So zum Beispiel. Sehr gut. Und das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal. So geht's nicht. Ich muss hier und dann schätzen. Also so und ein Tisch. Ein Stück unter den Tisch, wollte ich sagen. Nein! Das war nicht weit genug. Noch weiter unter den Tisch. Und hier bündig. So. Da ist eine Lücke in der Mitte. Verdammt. Gut. Ich mach mal so. Das ragt genug nach vorne. Ich nehme mal die Jute auf. Und mach den hier doch nochmal. Weiter so rein. So weit rein, wie es... Nach da, wie es geht. Da sieht man's. Und so weit nach vorne, wie es geht. So, und dann Tisch. So, wie sieht das aus? Sehr gut sieht das aus. So, und ist hier jetzt noch eine Lücke? Hier zum Beispiel, ne? Ja, das dachte ich mir. Das ist dann sozusagen das letzte Teil, was doch fehlt. Dann drehe ich das mal so, obwohl... Müsste schon in diesen Mustern sein, wenn ich so... Ja, dann zittert's. So zittert's nicht. So... Ich guck mal, ob jetzt hier noch irgendwo eine Lücke ist. Also ob hier irgendwo noch Holz hervorlugt. Würde mich aber wundern. Ich... Da! Hm. Da, was ist das? Ach so, das ist der von hier. Gut, ja, wenn da eine Lücke ist, ich bin ganz ehrlich, dann stopfe ich hier einfach auch noch einen Teppich rein. So. So geht's nicht, weil ich hier stehe. Dann mache ich... Sehr gut. Ja. Hammer. Sehr gut. Und wir haben sogar noch über einen Stack. Über einen Stack über. Und die Sonne geht gerade unter. Das heißt, wir gehen mal kurz ratzen. Gute Nacht.